Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat eine ganz besondere Finanzierungsstruktur. In Deutschland sind üblicherweise Orchester zu 90% subventioniert. In unserem Falle sind es weniger als 30%. 40% spielen wir durch Konzerthonorare auf der ganzen Welt ein. Und etwa 30% generieren wir durch attraktive Partnerschaften mit Firmen, Privatpersonen, Stiftungen. It is one of the most special orchestras that I know. It is special because of its structure, because of its amazing personalities in the orchestra. But structure is interesting because it is self-governed orchestra, an orchestra that has been formed by musicians. The decisions are made by musicians. Wir sind alle Musiker sind Eigentümer dieses Orchesters und schütten sich nach eigenem Tarif Tagessätze aus, die am Ende des Jahres dann gleich berechnet werden. Genau, und wir werden alle gleich bezahlt. Also es gibt keine Unterschiede bei uns in der Höhe der Bezahlung. Ob Bratsche oder Oboe, ja, alle verdienen das Solo gleich. Solo-Oboe, Solo-Bratsche, Tutti, alles egal, gleich. The orchestra is set up as a private company, in fact, and the orchestra's strength, in fact, is being self-governed, and the decisions are democratically made by the musicians. Ohne Streit geht das auch nicht unbedingt ab bei uns. Nee, wir haben einfach eine ganze Menge Dinge, die wir wirklich essentiell miteinander besprechen. Da gibt es viel Reibungsflächen. Und weil eben wir auch immer diesen Spagat haben zwischen unserem künstlerischen Wollen und dem, was wir machen und dem, ob man es auch verkaufen kann. Wir müssen tatsächlich auch eine Streitkultur entwickeln, denn es ist gar nicht so leicht, unter Künstlern sich gegenseitig die Meinung zu sagen. The musical and also personal intelligence of the musicians is so high here that at the end what all the decisions really are about is how to make the orchestra better and how to serve the music better. There are no, in music, and especially in this situation, there's no, we have no generals here, it's all soldiers. Und uns ist es ein großes Anliegen, dass wir die kulturelle Vielfalt dieses deutschen Kulturgutes erhalten können. Und wir hoffen sehr, dass unser Beispiel auch Mut macht und inspiriert, falls Orchester in Schwierigkeiten geraten, auch mal outside the box zu denken und neue Ansätze zu wagen und mit diesem Risiko vielleicht auch ein ganz neues Modell zu entwickeln.